Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch etwas vorstellen, was ich schon vor einiger Zeit gefunden habe und was auch schon seit längerem in Gebrauch bei mir ist. Und zwar möchte ich euch die Brennpaste vorstellen von der Firma Gut und Günstig. Beziehungsweise ich möchte euch zeigen, was ich mit dieser Brennpaste so alles anstelle. Die Firma macht ihrem Namen in diesem Fall alle Ehre, weil die Brennpaste, finde ich, ist wirklich gut und wirklich günstig. Darüber hinaus zeige ich euch noch, wie ich meinen Notfallkocher, den Magic Heat, den ich ja auch schon mal ein bisschen vorgestellt habe, so umbaue, dass er effektiver ist in Sachen Kochen und in Sachen Erhitzen. Und mir bleibt, wie vor jedem Video, wie immer nur zu sagen, viel Spaß dabei. Also, klar, in erster Linie nehme ich die Brennpaste natürlich zum Verbrennen her, logisch. Ich fülle mit der Brennpaste immer meinen M71 Notkocher auf, dass ich den immer wieder verwenden kann, weil ich ja auch ein bisschen an die Umwelt denke. Und jetzt wird der ein oder der andere wieder sagen, wieso an die Umwelt? Es ist doch völlig egal, ob ich den M71 Notkocher leer wegwerfe oder ob ich die Dose von der Brennpaste leer wegwerfe. Im Grunde stimmt es, ja, aber man muss dazu sagen, wenn man den M71 Notkocher kauft, dann ist diese Dose schon mal lackiert. Das ist die Dose von der Brennpaste nicht. Dann ist beim M71 Notkocher, wie man hier sieht, immer der Aufsatz dabei, immer wieder neu. Und den braucht man einfach nicht immer wieder neu, sondern wenn ich den einmal habe, dann langt mir das. Und dann ist der Notkocher M71 immer noch zusätzlich in Plastik verpackt, in Plastik eingeschweißt. Und wenn man das mal so 10 Jahre hernimmt, dann kommt ganz schön was an Plastik und an diesen Aufsätzen etc. zusammen. Und deshalb auf längere Frist gesehen ist das Nachfüllen mit der Brennpaste einfach besser für die Umwelt. Jeder, der nicht der Meinung ist, kann ja versuchen, mich hier vom Gegenteil zu überzeugen. Nee, Spaß. Nee, es ist wirklich eine, für die Umwelt eine, weniger Belastung, wenn ich meinen M71 Notkocher immer wieder nachfülle. So schaut's aus. So, dann kommen wir, wie vorher schon angekündigt, zum zweiten Teil des Videos. Und zwar baue ich meinen Magic Heat Kocher, Notkocher, so um, dass er, ja, vorher war vielleicht das Wort effektiv ein bisschen falsch gewählt. In erster Linie geht es mir darum, dass im Magic Heat Kocher ein Öl als Brennflüssigkeit verwendet wird. Und das mag ich nicht so gern, weil mir ist schon mal so ein Kocher im Rucksack aufgegangen und dann hatte ich nämlich das Öl im Rucksack. Und da ist die Gefahr, ist da bei einer Brennpaste nicht so gegeben. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber ich habe lieber eine Brennpaste in meinem Rucksack, in einem Behältnis, als wie ein Öl, das auslaufen kann. Weil dieses Öl kriegt man nie wieder weg. Also das war echt schrecklich. Meine ganzen Sachen waren durchtränkt mit diesem, ich sag's ja nicht, aber mit diesem Öl. Aber kommen wir zum Umbau. Und ich muss gleich dazu sagen, der Umbau ist alles andere als spektakulär. So, also, wir nehmen unseren Magic Heat Kocher, beziehungsweise ich nehme zwei Magic Heat Kocher und mache bei beiden den Deckel ab. Das sieht man hier schön, einfach mit irgendwas reinfahren und raushebeln. Genau. Dann kippe ich die Flüssigkeit von meinen
also von einem Magic Heat in den anderen. Man will ja auch nichts verkommen lassen. Und nur weil ich in den einem jetzt eine Brennpaste verwende, heißt das nicht, dass ich den anderen gar nicht mehr hernehme. Das System ist immer noch super, auch mit Docht und Öl. Also das Öl, die Flüssigkeit von dem einen in den anderen kippen. Genau, jetzt habe ich hier quasi eine leere Magic Heat Dose, genau in den Abmessungen, dass halt das Gestell drauf passt, logischerweise. Es ist ja immer noch derselbe Magic Heat Behälter. Warum soll jetzt das Gestell nicht mehr drauf passen? Logik. Jetzt fülle ich, wie beim M71 Notkocher, einfach den Magic Heat mit meiner Brennpaste, die ich euch ja vorher schon vorgestellt habe. Ja, und wenn die Dose dann voll ist, dann, welch ein Wunder, kann man das Ganze anzünden. Yeah! Hier Anzündner, Gestell drauf, dann das Kreuz drauf. Das ist ja eigentlich der Clou an dem ganzen System. Das System ist wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Und dann kann man da drauf kochen. So, oder sich einen Tee machen oder Wasser erhitzen oder was auch immer. Völlig egal. Ja, das war eigentlich auch schon der ganze Zauber von meinem Umbau. Aber in erster Linie ging es ja nicht um den Umbau, sondern ich wollte euch die Sicherheitsbrennpaste vorstellen. Jetzt noch ein paar kleine Details zur Sicherheitsbrennpaste, aber wirklich nur ganz kurz. Also die Sicherheitsbrennpaste ist aus Bioalkohol, ist geruchsneutral und rußfrei. Und das alles, diese drei Punkte, kann ich nur bestätigen. Es ist wirklich so. Sicherheitshinweise, leicht entzündlich. Welch ein Wunder. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sehr sinnvoll. Behälter dicht geschlossen halten. Ja, auch Brennpaste kann auslaufen. Von Zündquellen fernhalten. Logisch. Nicht rauchen sollte man sowieso nicht machen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Also immer schön, nachdem man sich an dem Gel verköstigt hat, immer schön die Dose mitnehmen zum Arzt. Yo, das waren eigentlich auch schon die ganzen Hinweise. Ach so, ja, der Preis für die Brennpaste liegt bei 1,99 Euro und ist deutlich günstiger als der M71 Notkocher. Der, glaube ich, fängt irgendwie bei 3,99 an, was ich so gesehen habe, gefunden habe. So, meine lieben Zündler, das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, immer schön gegen Nazis. Ja, ganz wichtig. Und ich will dieses Video diesmal anders beenden. Das, was ich jetzt sage, müsst ihr nicht verstehen. Aber mir ist es ganz wichtig. Und zwar beende ich dieses Video diesmal mit dem Satz: Zeigt euren Kindern öfters mal, dass sie das Wichtigste sind, was ihr habt.